Boss. Noch unnöcher. Also er ist halt super machbar, ne? Mal so fürs Protokoll. Nie behauptet, dass dieser Boss nicht machbar ist. Im gleichen Moment sage ich, er ist echt behindert. Weil alles, was er kann, ist darauf bauen, dass du Fehler machst wegen diesem behinderten Scheißdruck. Ah, und manchmal hilft RNG auch noch ein bisschen aus. Aber das ist dann wirklich alles, was der Boss kann. Aber wirklich alles. Alter, das Last, ja, ist okay. Also wenn er mich da am Anfang runterschubst, dann brauche ich eigentlich gar nicht direkt neu starten. Weil meine Motivation, den Scheiß hier zu machen, während ich keinen Schaden auf ihn in der ersten Phase mache, ist halt nicht wirklich hoch, ne? Um mich zu sagen, nicht vorhanden. Kronleuchters. Ich krieg ganz viele Kronleuchters. Da wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Okay. Ja, doch. Das ist immer wieder gut, wenn er mal genau dann entgegenkommt. Fuck you. Fuck you richtig hart in der Oma. Nein, warum nicht schießen? Keine Ahnung, und das ist halt dann das Nächste. Irgendwann flippt halt die Konzentration, ne? Aber halt generell. Ja. Ich hasse den Sog! Ich hasse den Doppelsprung und ich hasse RNG. Dankeschön. Fehlt eigentlich nur noch, dass wir hier irgendeine Wasserpassage brauchen in dem Fall. Dann haben wir alles mit eingebracht. Ja, fick dich doch. Dankeschön. Nächste Folge dann? Ich restarte jetzt. Das ist Schwachsinn. Ich restarte nochmal. Also das ist echt Schwachsinn. Ich weiß halt mittlerweile auch schon nicht mehr, wie lange wir an dem Bossfight schon dran sind. Ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn in der Aufnahme nicht nur Bossfight, sondern halt auch Stage ist, dann... Das ist so eine Sache. Ich schätze mal. Doch jetzt irgendwie noch. Weiß nicht, so ein bisschen mache ich noch und dann irgendwie die Folge noch voll. Wenn es dann drei Folgen der Bossfight geworden ist, dann. Sorry. I am zu sorry, dann. Habe ich das verpeilt. Oh, Leuchter, überall. Werde ich übrigens auch rechts mal links genutzt. Sehr gut. Random Jumpen ist keine gute Idee übrigens. Keine gute Idee, meine ich übrigens. Keine gute Idee. Ich meine, ich habe schon irgendwo den Ehrgeiz, den Boss zu schaffen, ne? Am liebsten auch wieder ohne Cut. Ich hasse den Doppelsprung, aber der Doppelsprung macht es mir gerade wirklich schwierig. Eieieiei. Also gerade kriege ich halt schon so ein bisschen das Kotzen, ne? Meine motherfucking Fresse. Das sieht immer so super knapp aus. Oh. So. Das ist doch knapp. Aber auch knapp ist in Ordnung. Ich hasse den Doppelsprung. Wirklich, ich hasse ihn. Mal schießt er jetzt mehr Stuff, ja, ne? So von wegen, ne? Der Boss wird low. Lass doch mal mehr Stuff schießen. Lass doch mal die Chance höher machen, dass da ein großes Ding mitten in dein Gesicht fliegt.
Spaß! Toller Boss, super klasse. Nicht! Leck mich am Arsch, echt. Leck mich am motherfucking Arsch. Kann ja sagen, dieses schwarze Loch hat mehr als einen Raum eingesogen. Aber sowas von. Ja, okay, da fliegen dann echt deutlich mehr Sachen durch die Gegend. Alter Schwede. Das ist ja richtig entspannt hier am Anfang. Nicht, dass ich sagen möchte, dass es einfach dadurch wird, aber... Weil das einfach ist, aber es ist halt weniger. Einfach. Das wäre gut. Ich hasse dich, Doppelsprung. Wir wollen es abgrundtief. Und das noch mal erwähnt haben, falls du es nicht mitbekommen hast. Gibt viele Sachen, die ich an diesem Spiel mag. Der Doppelsprung ist es nicht. Mal der letzten drei Versuche. Ich glaube, wir haben den Boss jetzt mittlerweile länger als eine halbe Stunde gehabt. Dann muss ich mal wirklich mit voller Konzentration da dran gehen und dann wird da doch was, denke ich. Denke ich, hoffe ich. Weil im Endeffekt mittlerweile, also auf so ein Drittel geht er halt fast immer runter, ne? Betonung auch fast immer. Ja, ist okay, Doppelsprung. Ja. Ne? Weißt du selber? Wow. Hätte man das in Slow-Mo gehabt, dann hätte die Kiste sich, glaube ich, so richtig schön um mich drum gedreht. Ja, genau. Nein, ich hasse den Doppelsprung. Oh, Mann. Okay, noch zwei Versuche. Ist mir auch egal, wo ich sterbe, by the way. Dann machen wir wieder so. Ja. Das ist ja das, meine ich. Sollte ich jetzt nochmal so sterben, dann sei es drum. Es ist halt echt... Irgendwann reicht es halt. Irgendwann reicht es halt echt. Hast du denn dieses? Das ist ein symbolischer Tod, letzter. Hast du den Doppelsprung? So, nichtsdestotrotz werden wir dann jetzt hier einen Pulse machen und wir sehen uns dann hoffentlich nach dem Boss wieder. Puh. Glaube, um ehrlich sein, dass der nicht mehr lange dauern wird. Aber zu lange, als dass ich jetzt damit noch Videos füllen wollte. Dementsprechend sehen wir uns dann gleich wieder. Ciao, ciao.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Defeat the Pixel. Oder sind wir überhaupt noch im gleichen Video? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist gerade der gute Ausrufezeichen Pixel, ja, der uns unsere Waffe geupgradet hat. Wir können nämlich jetzt so chargen. Pew. Damit kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Block da. Hallo? Okay, wir müssen zu Ende chargen jedes Mal. Okay, wir kriegen damit den Block hier kaputt. Den haben wir aus Versehen abgeschlossen, anscheinend. Gucken, ob wir den nochmal wiedersehen und ob er jetzt böse ist. Wow, ich halte die Schusstaste gedrückt und die Sprungtaste funktioniert noch. Das ist... Nee, nicht immer. Moment. Hä? What the fuck? Nee. Hä? Okay, what the fuck? Also es ist ja immer ein bisschen merkwürdig, wenn man die Schusstaste gedrückt hält. Dann funktioniert das Spiel nämlich nicht mehr so, wie es soll eigentlich. Oh, da hinten darf ich übrigens nur die obere Reihe machen. Ja. Der Boss hat übrigens dann doch mal was länger gedauert. Das heißt, es war gut, dass ich... Oder dass wir da einen Cut gemacht haben. What the fuck? Was ist da rein? Oh, oh mein Gott. Bitte. Problem ist halt. Guck, also ich drücke nach rechts und springe, aber das tut er nicht. Der geht erst nach rechts und dann kommt der Sprung. Oder halt andersrum. Ich kann, auch wenn ich springe gerade, ich kann nicht nach rechts gehen. Das muss nicht, wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte. Das ist halt welcome to, ich halte die Schusstaste gedrückt. Das macht nämlich immer Probleme. Immer. Deswegen ist das, was hier gerade passiert, halt auch echt scheiße, weil es halt nicht original gut funktioniert. Bin ja erstaunt, dass das hier rum schon gut funktioniert, aber also es ist halt nahezu nicht machbar. Fuck. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass ich die Steuerung customized habe, oder... Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Es funktioniert halt echt nicht gut. Deswegen ist das halt auch echt ein Feature... Keine Ahnung, dafür bräuchte es mal eine neue Engine, die damit besser klarkommt. Fuck you doch einfach mal. Ich will da nicht jedes Mal oben reinjumpen. Das Einzige, was ich halt machen kann, ich kann halt... Das war Fail, ne? Ja. Ich kann halt nacheinander Sprung und Schusstaste drücken. Problem ist aber, dann komme ich halt nicht so hoch. Das ist jetzt nicht wichtig für diesen Anfang hier, aber... Ich hoffe, dass das auch nicht also unwichtig bleibt. Ich schätze mal, da muss ich während des Fallens schon die Schusstaste loslassen. Hm. Oh, bitte dich. Das ist halt echt. Die Engine ist halt nicht daran gewohnt, dass man die Schusstaste gedrückt hält. Du weißt, kann dann damit nichts anfangen im Endeffekt. Ja, fuck you, ich will auch nur die obere Reihe wegmachen. Und dann haben wir halt ganz schnell ein ziemlich großes Problem. Boah, Alter, das ist ja sowas von nervig. Jetzt mach das richtig. Boah, Alter. Weiteres mal ein Feature, was echt... Ich sehe es halt schon kommen, dass wir... Nein!